Tapo gewann den Start, hatte eine halbe Wagenlänge Vorsprung, aber Buttelmeier konterte dann auf den Berg hinauf, auf der Steigung, 60%. Und der Fotografio blitzt hier wie ein Marathonläufer, um wieder alles in die Kiste hineinzubekommen. Und da ist Buttelmeier vorne, der Das ist eine klare Ansage. Sabo lässt hier drauf ankommen, der will es wissen. Aber der Buttelmeier, der lässt alles. In seinem Cockpit, und zwar einen Ford-Motor, und er kämpft hier, nimmt das Messer zwischen die Zähne, wie man so schön sagt. Jetzt, liebe Zuschauer, lasst uns doch mal den Michael Buttelmeier anfeuern. Das wäre vielleicht eine Option, die wir in Zukunft. Und da gibt es ein Gefälle, ob da Buttelmeier bleibt wurde. Mit fast Standgeschwindigkeit rollen dort oben den Berg herunterkommen. Und da war Michael Buttelmeier natürlich überhaupt nicht drauf eingestellt. Aber Sie sehen, wie schnell die reagieren. Und eins war Michael Buttelmeier. Tschechischen Piloten, die Vorderachse weg, die eine an Seite, Christian Sabo hat dort die ganze Aufhängung abgelegt. Und schnell in den Innenraum, Christian, damit du sicher bist. So, jetzt kommt das erste Mal von dem Anacleto von dem französischen Meister. Oh, ist das spannend. Der französische Meister will dann noch angreifen. Und wo ist Carsten Schlöppel? Carsten Schlöppel ist die Aufgabe der Position. Fahr das nächste Mal schneller nach der Ziellinie. Die fahren hier dann